Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind wieder bei unserer großen Farm. Aber ich habe mir ein bisschen Urlaub gegönnt und bin jetzt im Urlaub. Wie kam das zustande? Ich habe da auf Instagram da so ein komisches Online-Ding. Ich habe jemanden kennengelernt, der kommt aus Polen und der hat mich da eingeladen, dass ich mal bei ihm vorbeikomme. Er ist eben gerade an seiner Ernte dran. Ein bisschen später als üblich, als bei uns, aber ja, andere Länder, andere Sitten und somit musste ich mal gucken, wo ich denn da hin muss. Er hat es mir so grob erklärt. Also wir sind hier in Tilonka, heißt das, glaube ich. Das scheint in Polen, also ist in Polen hier und ich muss da irgendwo dann links weg, dann kommen wir dann zu seinem Hof. Boah, Hubbel. Ja, die Straßen sind da nicht ganz so gewohnt, wie wir das gewohnt sind. Die Häuser schauen auch sehr interessant aus, wenn ich das so sagen darf. Also ein bisschen runtergekommen hier. Ziemlich spannend hier, aber ja, Verkehr ist mäßig, darum ja, kann man mal kurz mal anhalten. Ich bin ein bisschen zu groß für dieses Auto, ich sehe da nicht rüber. Ist ein bisschen doof, aber ist wie es ist. Er hat mir nur gesagt, ich muss irgendwo links nach einer Suppenfabrik, die auf der rechten Seite kommt und dann die nächste Straße rechts anscheinend. Ist das hier? Kann es sein, dass ich da schon zu weit gefahren bin? Ich glaube, ich bin schon zu weit gefahren, oder? Ja, wir kommen doch schon wieder aus dem Dorf raus. Na, ich glaube, ich bin zu weit. Da gibt es irgendwie gefühlt nichts mehr links von uns. Dann würde ich sagen, dann wenden wir mal hier kurz. So. Man sieht aber auch nichts bei diesem Auto. Ich bin einfach zu groß. Ich weiß nicht, ob die Polen einfach kleiner sind. Ich glaube es eigentlich nicht, oder? Müssen wir mal gucken, es müsste irgendwo, also er hat gesagt, eine Fabrik, da ist die Fabrik da hinten. Ja, da würde ich sagen, fahren wir mal die nächste, wo wir dann können, rechts rein. Okay. Fahren wir mal hier lang. Passt, ja. Sollten wir, ich glaube, jetzt kommen wir, da ist ein Hof. Drüben. Genau, das müsste es eigentlich sein. Und dann hier rechts rein. Boah, die Straßen sind ja auch anders, als ich das gewohnt bin. Hubbel, hubbel, hubbel. So, das scheint anscheinend sein Hof zu sein, hier, wo wir jetzt gerade eben sind. Fahre ich hier mal kurz auf dem Hof rein. Okay, ich glaube, das passt hier. Oh. Licht müsste man auch noch ausmachen hier. So. Gut. Ja, hier haben wir schon die Hühner. Hallo, Hühnchen. Ach, süß. Süß, süß. Ja, perfekt. Er hat mir gesagt, ich kann mich mit dem Helfer, seinem Knecht hier mal an Freunden hier und er erklärt mir das Ganze, weil er ist gerade noch unterwegs heute. Da könnte ich mal kurz seine Ernte einholen. So schwierig kann sie nicht sein, oder? Sein Knecht sei aber nicht ganz so der Hellste, darum, ja. Ist ja der Knechtin. Sachen gibt's. Hello. Na gut, also.
sie hat mir jetzt mal kurz erklärt, wie das Ganze da funktioniert. Anscheinend ist sie nicht ganz so auf der Höhe, was das angeht, weil ihr Mann arbeitet normalerweise hier, aber der ist gerade krank. Darum, sie macht es aber auch häufiger, darum hat sie mir gesagt, wie das Ganze geht. Sie haben hier schon ein bisschen angefangen. Die haben eigentlich sozusagen nur noch auf mich gewartet. Okay, die fährt einfach mal so straight rüber. Also wir haben hier Karotten. Und das wollen sie jetzt eigentlich runterholen, so schnell wie es geht. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Muss man vielleicht nicht, aber... Okay, ja, es scheint so, dass sie wirklich nicht so viel Erfahrung hat mit den Geräten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier mal ein bisschen Karotten ernten hier. Ein lustiges Gerät. Boah, es ist laut. Fiat und was ist das hier? Ein C-Tor. Spannende Sache hier. Ja, eine schöne Gegend hier. Witzig gemacht hier. Ganze Geschichte hier. So, ein bisschen passen. Hä? Lädt der jetzt am Neben oder wie? So. Lass mich das mal kurz überladen und dann würde ich sagen, passt das? So, dann fahren wir auf die andere Seite und dann fahren wir den Weg wieder runter. Na halt. Rohr raus. De Wolf. Okay. Könnte ja vielleicht auch spannend sein für die Mountain Hill, wo wir wohnen. Dass wir sowas bei uns mal anlegen. Karotten und so, warum denn nicht? Da kommt sie schon wieder. Ich glaube, die hat wirklich nicht so viel Erfahrung mit dem Gerät. Ja, ich fahre schon. So, und dann kommen die Möhrchen hier. Die Geräte sind schon extrem laut. Hat die jetzt wieder ein anderes Kleid an? Okay, wieder kurz umgezogen oder wie? Schon spannend, wie das Ganze funktioniert. Aber es hat keine Arbeitsbreite. Hä? So, lassen wir das Ganze mal nach hinten laufen. So. Ja, bleib, ich hab doch noch was drin. So, und dann fahren wir gleich direkt wieder auf die andere Seite rüber. Wow, Huppel, Huppel. So. Bin mir nicht sicher, ob das so gut aussieht. Ah,
So, Rohr wieder raus. Perfekt. Ja, wir gucken mal kurz, bis sie... Na? Kommt sie oder kommt sie nicht? Sieht definitiv spannend aus, das Ganze. Überall dreht und macht's und tut's, aber was macht denn sie da hinten schon wieder? Sie kommt doch gar nicht. Hallo, kommen Sie bitte mal zu mir. Wir müssen doch heute noch fertig werden mit dem Feld hier. Hallo. Ah, scheint zu kommen, ne? Scheint ein wenig verwirrt zu sein, die gute Dame. Also der Bauer hat mir auch gesagt, ich darf mal so ein paar Räume scheuen reingucken. Noch nicht ganz alle. Wir müssen da noch warten, wenn wir morgen dann noch ein, was Spannendes zeigen. Weil er hat da hinten, hat er glaube ich noch rote Beete, die möchte er morgen machen und dann mit einem ganz anderen Gerät als das hier. So, ja, passt das jetzt? Ja, passt. Sehr schön. Go, go, go. Das ist doch gut, ja? Das ist doch tiptop. Läuft, ja? Perfekt. Und wenn die gute Dame da dann noch ein bisschen zügiger unterwegs ist, dann sind wir ein bisschen effizienter hier, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert vermutlich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sehr schwierig hier. Ja. So, gleich wieder ansaugen hier. Na, komm. Komm, put, 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 put. So, ich fahre mal ein Stück vor. Ja, ich glaube, jetzt bin ich falsch. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh nee, auch nee. Nee, nee, Rohr bleibt draußen. Hm. Hm. Na? Ja, jetzt ist ihr Bruder drin. Okay, das wird spannend hier. Hmm.
So, kommt der oder kommt der nicht? Sehr schön, mal die Karotten schön auf dem Boden. Warum denn nicht? Ja. Darf ich mal bitten kurz? Ich helfe kurz schneller. So. Ja, schön altertümliches Gerät hier. So, jetzt holen wir ganz fix aus, dass wir da mal vorankommen bei der Geschichte. So, also, go. Okay. Vielleicht geht's jetzt. Wer weiß. Fahr doch noch enger ran. Zum Glück haben die da die Blachen oben keine Kollision, so wie es ausschaut. Sieht definitiv witzig aus. Sieht definitiv witzig aus. Gut. Jetzt hoffe ich aber, dass die nächste Bahn ein bisschen angenehmer funktioniert. Nicht so wie diese. Hat ja vorher eigentlich auch gut geklappt eigentlich. So. Den Rest reinlaufen lassen hier. Perfekt. Ja, ja, ich habe noch was. Ich habe noch was. So. Und dann fahren wir wieder auf die andere Seite rüber. Ja, dieser Bach auf der linken Seite ist ein bisschen, ja, störend leicht. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, Rohr raus. Okay. Er scheint anzufahren. So. Brumm, brumm. Oha. Die kennen hier nichts, hä? Über Stock und Stein, alles rüber, egal. Die Geräte tun das schon. So, ich fahre ein Stück, dass er nicht anhängt. Okay, jetzt bin ich. Man hätte vielleicht noch kurz hier das Gerät starten können. Das wäre bestimmt sinnvoll gewesen. Na, was ist jetzt schon wieder? Was machst du jetzt? Hallo? Hallo? So, mal gucken, vielleicht kommt er her, hä? Vielleicht kommt er, kommt gar nicht! Ach ja, diese lieben Knechten hier auf dem Hof, die sind nicht gerade die hellsten. Jetzt wird er weg. Na gut. Dann haben wir auch gleich Dünger für das nächste Jahr, hä? So, und jetzt bitte abfahren hier. Okay, war natürlich auch mein Fehler, dass ich da das Gerät nicht eingeschaltet habe, aber der hat mich so verwirrt. Naja. Früher oder später kriegen wir das Ganze noch hin, ne? Werden wir ein bisschen sicher in der ganzen Arbeit. Sind aber auch noch krasse Arbeitsbreiten hier. 2 Meter, gerade mal.
nicht viel. Ist nicht viel. So, ich triggere ihn ein bisschen, dass er da bleibt. Sehr schön. Und dann fahren wir gleich auf die andere Seite zurück. Dann hoffe ich mal, dass ich hier ein bisschen besser performe. Kommen Sie? Kommen Sie? So, dann fahre ich mal los. Früher, später kriegen wir das Timing auch wieder rauf. Oder raus. Wie das Ganze hier läuft. Doch eher spannend, die ganze Geschichte. Was ist doch mal Urlaub, eh? Hier mal ganz gemütlich hier. Ein bisschen Karotten ernten. Ernten ist es sowieso wie Urlaub für einige. Man erntet die Früchte, die man das ganze Jahr gehegt und gepflegt hat. Ja? So, stopp. Ich glaube, hier arbeitet die ganze Verwandtschaft mit dir. Ja, bleib, ich habe noch was drin. So. Und wir wenden und versuchen die Geschichte noch mal besser auf der anderen Seite. Wir kriegen das bestimmt noch besser hin. Ah, oh, 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 hoppel, hoppel. So, Rohr raus. Mal gucken. Ist hier eigentlich nicht so ein Riesenfeld. Aber mit diesen kleinen Geräten braucht man da schon eine Weile, bis das Ganze hier runterkommt. Fiat Agri. Electronic Lift. So, einmal gestartet, wir fahren wieder und hoffen, dass der Fahrer dann kommt. Die Bahn stimmt eigentlich. Auch wenn wir jetzt gefühlt haben, nur eine Bahn mitnehmen. Es ist gefühlt nur eine Bahn. Ja, so wird der Anhänger auch voll. Früher oder später. Auf jeden Fall. So. Das Gras läuft rein, das ist die Karotte. So, und dann fahren wir gleich auf die andere Seite und auch gleich ein bisschen aus. Ja, hier passt es wieder. Yeah.
Sieht gut aus. Wenn jetzt jede Bahn so läuft, dann ist es perfekt. Na, na, bleib. Ich hab doch was drin. Wohin willst denn du? Hallo, bleib stehen. Hallo. So, jetzt kannst du gehen. Also hätte ich solche Knechte bei mir auf dem Hof, ich würde die direkt entlasten. Boah, jump. So. Oh, das ist so ein bisschen zu weit gewesen. Ich habe das Gefühl, hier auf der Seite ist... Oder bin ich zu weit weg? Ja, ich bin zu weit weg. So. Und der fährt da wieder direkt übers Feld rüber. Na, kommen Sie? Ach ja, genau. Ich habe übrigens auch noch eine Landkarte gefunden auf dem, am Flughafen. Oh, ups. Das Ganze sieht so aus. Wir sind jetzt hier unten bei dem Hof. Was macht jetzt der? Wohin geht der? Hallo? Ach, der geht entladen. Okay. Okay, geht nicht entladen. Er bleibt mal voll. Warum denn nicht? Ja, dann komm. Dann komm du wieder zurück. Ach, voll war er sowieso noch nicht wirklich, also... Ich denke mal, die ganze Geschichte hier ist bestimmt definitiv besser was für zwei Mitarbeiter, sage ich mal. So, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. Immerhin, irgendwann, ich hoffe, wir kriegen da wenigstens noch einen Anhänger voll hier. Schön wäre es wenigstens, du fährst falsch, das weißt du. Ah, einfach mal über die Steine, so wie es sein muss, so, Start und Go. Ach ja, herrlich. Herrlich. Warum hast du jetzt keinen Pfad mehr? Keinen freien was? Warum? Wieso? Weshalb? Ah, schön. Schön. 90% geliefert. Dann fahren wir ganz mal kurz weg. Oder kriegen wir das Fleisch tatsächlich? So. Also. Würden Sie jetzt wieder bitte zu mir kommen? Das wäre überaus nett. Hallo. Hier bin ich. Was macht er nun? Was macht er nun? Ich hoffe, der Bauer kommt bald. Seine Mitarbeiter sind katastrophal hier.
Was macht er denn jetzt schon wieder? Es geht schon wieder. Geht jetzt wenigstens abladen oder wie? Nee, anscheinend doch nicht. Mein Polnisch ist halt auch nicht so gut und sein Deutsch auch nicht wirklich. Darum, ja, wird das Ganze schwierig. Ja, kommen Sie. Ah, jetzt kommt er. Hoffe ich zumindest. Man kann nur hoffen, dass er kommt. Irgendwann kommt er vielleicht. Und so vergehen die Stunden, ne? Auf dem Feld. Aber ja, wir haben ja keinen Stress. Ist ja nicht unser Feld. Wir sind im Urlaub. Ein bisschen Traktor fahren, ein bisschen Karotten ernten. Warum denn nicht? So, jetzt scheint er zu kommen. Und bitte fahr dich nicht wieder fest hier hinten. Das ist, sieht ja auch nicht ganz so geil aus, hier durch das ausgetrocknete Bachbett zu fahren. Er macht es trotzdem wieder. So, ich fahre mal. Oh ja, bleibt natürlich schön hängen bei mir. Perfekt. So, kriegen wir noch ein kleines Foto. Sieht natürlich absolut spannend aus da drüben da mit dem, aber ja, ist egal. So. Bleib doch stehen, ich hab doch noch Material drin. Was, wohin gehst du schon wieder? Toll. So, kommst du noch mal mit oder bist du dann wirklich auch voll? Also heute fertig werden damit, könnte spannend werden. Ja gut, ich glaube jetzt geht er tatsächlich abkippen. Nehme ich jetzt mal an. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Na, dürfte ich mal kurz da einsteigen? Das gefällt mir nicht. Du bist voll, Kollege. Warum kippst du jetzt hier nicht ab? Ach, da ist Hof drin. Warum nicht Hof-Silo? Schwierig, schwierig. Sorry, mein Fail. Und dann kann man doch hier wunderbar abkippen in diesem Spezialsilo, wo man auch Karotten abliefern kann.
Gut, ich würde sagen, für diese Folge war's. Natürlich alles ein bisschen gespielt hier, die ganze Geschichte. Ja, ihr wisst es. Den Hof habe ich natürlich ein bisschen ausgebaut. Der sieht nicht ganz gleich so aus, wie es ist. Auch das Silo habe ich hier angepasst. Absichtlich für diese ganze Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben und natürlich einen Kommentar, was falsch, was schlecht, was gut, Verbesserung natürlich. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, bye bye.